Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video habe ich ein 7-minütiges Ganzkörper-Workout für dich, welches du prima von zu Hause aus ausführen kannst, denn du brauchst keinerlei Hilfsmittel. Du brauchst nur dich und eine Matte. Dieses Workout ist speziell für Anfänger ausgelegt. Solltest du aber zu den Fortgeschrittenen gehören, dann kannst du das Ganze einfach zweimal durchführen und kommst so bestimmt auch an deine Grenzen. Wir werden insgesamt 3 Runden machen, a 4 Übungen. Jede Übung geht 30 Sekunden und zwischen den Runden gibt es immer eine 30-sekündige Pause. Das waren genug Infos. Auf die Matte, fertig, los! So, wir starten im Stand mit der wippenden Kniebeuge. Du gehst tief einmal nach unten, machst du eine kleine Wippbewegung und schiebst dich kraftvoll nach oben. Tief wippen und hoch. Das spürst du natürlich in den Oberschenkeln und vor allem in der Oberschenkelvorderseite, aber auch im Gesäß. Letzten Sekunden, dranbleiben. Super gut gemacht. Es geht weiter in der Plank-Position. Im Wechsel rechten und linken Fuß anheben, so als würdest du mit den Zehenspitzen über die Matte wischen, nach oben weg. Achte darauf, dass Schultern und Ellenbogen ungefähr auf einer Linie stehen und du im Rumpf ganz stabil bleibst. Blick ist nach unten zur Matte gerichtet. Dranbleiben. Ich weiß, das ist anstrengend, aber du schaffst das. Super, weiter geht's im Hochstütz und zwar mit einer Drehung. Rechts und links drehst du dich auf. Und auch hier Körperspannung. Und immer schön Drehung rechts und Drehung links. Die Luft bitte nicht anhalten, weiter atmen. Gar nicht so einfach manchmal. Letzten 3. Geschafft. So, letzte Übung für diese Runde. Dann gibt es schon eine kleine Pause. Trizeps Dips. Ihr kommt in diese Position und beugt die Ellenbogen leicht an und drückt euch dann kraftvoll aus der Kraft des Trizeps nach oben. Also absinken und hoch. Das Gesäß berührt die Matte fast nicht oder streift sie nur ganz kurz und sobald das der Fall ist, drückt ihr euch wieder nach oben. Dranbleiben, nicht aufhören, letzten 3 Sekunden, 2, 1, Pause, sowas von verdient, 30 Sekunden, einmal tief durchatmen. So, langsam wieder bereit machen. Es geht weiter mit Runde 2. Und zwar, ihr kommt in den Stand und wir machen jetzt wieder eine Kniebeuge. Also ihr setzt euch tief nach hinten weg und ihr bleibt in dieser Position. Wir wollen die Kniebeuge ganze 30 Sekunden halten. Schaut hier, wirklich nach hinten, unten wegsetzen. Und jetzt ist eine Menge Kraft in der Oberschenkelmuskulatur gefragt. Aber ihr habt schon viel geschafft von der Zeit. Noch 5 Sekunden. Kniebeuge halten. Sehr gut gemacht. Es geht wieder nach unten auf die Matte. Einbeinige Brücke rechts. Dazu kommt der linke Fuß auf das rechte Knie. Und ihr schiebt euch nach oben, bringt Becken Richtung Decke und sinkt dann wieder ab. Das rechte Bein, die Oberschenkelrückseite und vor allem auch die rechte Gesäßhälfte muss jetzt viel arbeiten. Aber genau das wollen wir. Atem fließt, Luft nicht anhalten. Gut gemacht. Wir machen, na klar, einen Seitenwechsel. Das Ganze jetzt mit links. Dazu kommt der rechte Fuß auf das linke Knie.
und auch hier hoch und tief. Dranbleiben, mehr als die Hälfte ist geschafft. Letzten 5, 4, 3, 2, 1. Wunderbar. So, ihr kommt in den Vierfüßlerstand und von da aus in den Hochstütz. Und wir wollen nun beide Knie Richtung Boden absenken und wieder nach oben in die Gerade kommen. Blick ist nach unten gerichtet, Schultern auch hier auf einer Linie mit den Handgelenken. Und ihr seid wirklich ganz stabil. Viel Körperspannung braucht ihr bei dieser Übung. Und dann senkt ihr beide Knie Richtung Matte ab und kommt wieder nach oben. Sehr, sehr gut. Und ihr habt sie euch verdient, die zweite Pause. Das war nämlich schon unsere zweite von 3 Runden. Hier nochmal Energie sammeln und im letzten Päckchen, in der letzten Runde wirklich nochmal alles geben. So, macht euch langsam bereit. Wir starten in die letzte Runde und das Ganze machen wir im Reverse Plank. Ihr kommt in diese Position und im Wechsel zieht ihr die Knie Richtung Brustkorb ran. Auch hier ist eine Menge Körperspannung gefragt. Die Arme müssen stützen, gleichzeitig ist der Rumpf sehr aktiv und die Beine machen auch noch eine Bewegung, also wirklich eine komplexe Übung. Ihr bleibt aber dran und haltet durch. Im Wechsel rechts ranziehen und links. Sehr gut. So, weiter geht's in Rückenlage. Wir machen was für den Bauch. Ihr kommt nach oben in den Chestlift und im Wechsel rechts und links Ferse mit den Fingerspitzen berühren. Das werdet ihr relativ schnell in der Bauchmuskulatur merken. Aber das soll auch genauso sein. Hier nochmal wichtig, passiert total oft, dass man hier wirklich die Luft anhält. Ihr atmet alle weiter und bleibt vor allem dran, nicht aufhören. 3, 2, 1 und ablegen. So, es warten noch 2 letzte Übungen auf uns. Die Beine gehen hoch, genau in diese Position, in einen 45-Grad-Winkel in der Hüfte und ihr pumpt mit den Händen auf und ab. So, als wollt ihr auf eine Wasseroberfläche schlagen. Ganz kleine, kräftige Bewegungen. Dranbleiben. Der Bauch brennt, genau das wollen wir. Dranbleiben, gleich geschafft. Und ablegen. So, allerletzte Übung für heute, Jumping Jack. Hier wirklich nochmal alle Energie und Power reinlegen. Es geht los, 30 Sekunden. Legt hier wirklich mal ordentlich Tempo rein, weil danach habt ihr es geschafft, da kommt keine Übung mehr. Also hier richtig Vollgas geben. Halbzeit ist genau jetzt. Dranbleiben. Letzten 10. Ihr schafft das. 3, 2, 1. Wunderbar, ihr habt es geschafft. Das war unser 7-minütiges Ganzkörper-Workout. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch sehr, wenn du einmal hier auf die Glocke klickst. Was machst du damit? Du abonnierst diesen Kanal und verpasst solche und weitere Videos überhaupt nicht mehr. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.